In diesem Video zeige ich euch neue iOS 13 Funktionen, die einfach zu versteckt sind, um sie selbst zu finden. Viel Spaß! Wenn ihr auf eurem iPhone den Terminkalender benutzt und dort die Tagesansicht nutzt, dann könnt ihr Termine übrigens ganz einfach verschieben. Tippt dafür leicht auf den Termin, bis er markiert wird, dann könnt ihr ihn rumziehen. Ihr könnt ihn jetzt natürlich innerhalb des Tages verschieben. Ihr könnt aber auch oben mit dem Finger auf einen anderen Tag tippen. Ihr könnt hier auch wischen, um eine ganz andere Woche aufzurufen. Und so könnt ihr den Termin einfach an eine andere Stelle platzieren. Um ganz schnell einen neuen Termin anzulegen, könnt ihr übrigens einfach mit Force Touch an die gewünschte Uhrzeit drücken und schon gelangt ihr in den Modus für einen neuen Termin. Wenn ihr übrigens die Minuten nicht nur im 5-Minuten-Takt eingeben wollt, sondern minutengenau, dann müsst ihr einfach nur auf die Minutenanzeige einen Doppeltipp machen und ihr seht, schon könnt ihr euren Termin auf die Minute genau in eurem Kalender eintragen. Wenn ihr in der Notizen-App innerhalb einer Notiz eine Liste wie hier in dem Beispiel hinzugefügt habt, dann kommt es schon mal vor, dass man einige Punkte als Unterpunkt verschieben möchte. Dies könnt ihr ganz einfach erledigen, indem ihr einfach den jeweiligen Punkt nach rechts wischt. Das könnt ihr so weit machen, wie ihr wollt, dann könnt ihr ihn als Unterpunkt anlegen. Wenn ihr ihn wieder zurückhaben wollt, könnt ihr ihn auch weiter nach links schieben. So könnt ihr ganz einfach Listen erstellen, die übersichtlicher geordnet sind, indem ihr die Punkte einfach hin und her verschiebt. Wie ihr sicherlich wisst, könnt ihr auch Bilder zu Notizen hinzufügen. Dazu müsst ihr einfach hier auf die Fotomediathek gehen, dann auf eure gewünschten Fotos das jeweilige Bild auswählen, hinzufügen, auf Fertig tippen. Und jetzt seht ihr, wird das Bild hier relativ groß in die Notiz eingefügt. Wenn ihr jetzt einen Force Touch auf das Bild macht, dann könnt ihr hier den Menüpunkt Kleine Bilder auswählen. Und jetzt wird das Bild nur noch in klein in der Notiz angezeigt. Wenn ihr nochmal einen Force Touch darauf macht, könnt ihr das Bild in groß sehen und ihr könnt es wieder in den großen Bildansicht umstellen. Die Notizen-App kann mit iOS 13 auch Bilder nach Textinhalten durchsuchen. Wenn ihr in der Notizen-App die Suche benutzt und zum Beispiel jetzt hier das Wort iPhone eingebt, dann findet ihr hier oben natürlich die Notizen, die das Wort iPhone enthalten. Wenn ihr nach unten scrollt, seht ihr aber auch, dass die Notizen-App Bilder gefunden hat, in denen das Wort iPhone drin vorkommt. So könnt ihr eure Notizen auch nach Texten auf Bildern durchsuchen, beziehungsweise mit diesem kleinen Trick könnt ihr auch Texte auf Bildern durchsuchbar machen, indem ihr sie einfach in die Notizen-App hinzufügt. Wenn ihr den Inhalt einer Notiz oder auch nur Teile daraus in eine andere Notiz verschieben wollt, dann könnt ihr dies mit iOS 13 ganz einfach machen. Markiert den Inhalt oder den Teil, den ihr verschieben wollt, tippt dann leicht darauf, bis er so hervorgehoben wird. Jetzt könnt ihr ihn frei bewegen. Tippt hier oben mit einem anderen Finger zurück auf Notizen. Und jetzt müsst ihr den Inhalt auf die Notiz schieben, wo ihr den Inhalt einfügen wollt. Dann müsst ihr kurz halten, bis es blinkt. Dann öffnet sich die neue Notiz. Und jetzt könnt ihr es innerhalb der Notiz an die gewünschte Stelle schieben und einfach loslassen. Und der Inhalt wird dort eingefügt. Wenn ihr eine Notiz in eine PDF exportieren wollt, dann könnt ihr dies mit einem kleinen Trick machen, nämlich indem ihr die Markierungsfunktion dafür nutzt. Tippt dazu in der gewünschten Notiz hier oben rechts auf dieses kleine Share-Icon, scrollt etwas nach unten und wählt dann hier den Menüpunkt Markierung aus. Jetzt hat die Notizen-App bereits eine PDF daraus erstellt und wenn ihr jetzt hier oben auf Fertig tippt, dann könnt ihr sagen, dass ihr die PDF in euren Dateien sichern wollt, wählt dann den gewünschten Speicherort aus, entweder auf eurem iCloud Drive oder direkt auf eurem iPhone und tippt auf Sichern. Jetzt habt ihr die Notiz ganz einfach als PDF exportiert und könnt diese ganz bequem an dem zuvor ausgewählten Speicherort aufrufen. Ihr könnt die PDF jetzt natürlich auch wie gewohnt teilen. Ihr seht, es ist ein PDF-Dokument und könnt sie dann verschicken oder im Chat mit jemandem anderen teilen. Ihr könnt Ordner in der Notizen-App übrigens ganz einfach verschieben, indem ihr den gewünschten Ordner leicht antippt, bis er so hervorgehoben wird und dann an die gewünschte Stelle zieht. Wenn ihr den Ordner auf einen anderen Ordner legt und dann loslasst, dann wird dieser als Unterordner des jeweiligen Ordners erstellt. Ihr könnt das Ganze auch aus einem Ordner heraus machen, wenn ihr euch so wie in diesem Beispiel in dem Ordner befindet, einfach oben rechts auf die drei Punkte tippen und dann hier diesen Ordner bewegen auswählen. Jetzt könnt ihr den Ordner in einen anderen Unterordner verschieben oder halt wie hier in dem Beispiel zurück in den Hauptordner verschieben. Wie ihr seht, ist links jetzt wieder in der Hauptstruktur der Ordner enthalten. So könnt ihr die Ordner in eurer Notizen-App ganz schnell und einfach besser strukturieren und anordnen. Auf den neuen iPhone-Modellen könnt ihr mit iOS 13 in der Kamera-App ganz einfach zwischen Videos, Fotos und Serienfotos hin und her switchen. Wenn ihr so wie hier in dem Beispiel in der Foto-App seid, dann könnt ihr hier entweder tippen, um ein Foto zu machen. Wenn ihr aber tippt und gedrückt haltet und das Icon nach rechts schiebt, fangt ihr automatisch an, ein Video zu machen. Wenn ihr jetzt loslasst, könnt ihr das Video stoppen. Und wenn ihr wieder nach rechts zieht und den Punkt hier lasst, läuft das Video so lange, bis ihr die Aufnahme wieder beendet.
Wenn ihr ein Serienfoto machen wollt, müsst ihr den Auslöser einfach nur nach links schieben und es werden Serienfotos gemacht, bis ihr loslasst. Wenn ihr mit eurer Kamera ein Foto von einem Objekt von oben macht, dann ist es manchmal hilfreich, die Kamera gerade auszurichten. Dafür gibt es einen hilfreichen Trick in iOS 13. Geht dafür in die Einstellungen, dann scrollt runter, bis ihr zu dem Menüpunkt Kamera kommt und aktiviert hier das Raster. Wenn ihr jetzt in die Kamera geht, seht ihr hier diese neuen Kästchen, die erstellt wurden. Damit könnt ihr das Bild schon ausrichten. Was allerdings neu ist in iOS 13, sobald ich die Kamera in eine waagerechte Position bringe, erkennt ihr hier vielleicht auf dem Video diese zwei Pluszeichen, ein weißes und ein gelbes. Und wenn ich jetzt die Kamera genau ins Lot bringe, sprich eben über den Boden halte, dann nähern sich diese Zeichen an und wenn beide Zeichen gelb werden, dann erkenne ich, dass ich die Kamera gerade halte. Ihr seht, wie sich die Pluszeichen entfernen. Diese Pluszeichen erscheinen übrigens nur, wenn ich die Kamera im waagerechten Modus halte. Wenn ich sie also so halte, seht ihr, verschwinden die Pluszeichen. Und wenn ich sie jetzt wieder waagerecht halte, erscheinen die zwei Pluszeichen und ich kann mein iPhone perfekt ausrichten, um ein gerades Bild von oben zu machen. Mit iOS 13 wurden zahlreiche neue Funktionen zur Bearbeitung von Videos und Fotos hinzugefügt. Wenn ihr zum Beispiel ein Foto ausgewählt habt und dann hier oben auf Bearbeiten tippt, seht ihr, habt ihr hier zahlreiche Funktionen, Filter und sonstige Möglichkeiten, euer Bild zu bearbeiten. Hier könnt ihr zum Beispiel die Sättigung verändern, indem ihr den Schieberegler bewegt, dann könnt ihr hier die Lebendigkeit verändern. Das Problem ist, wenn ihr hier jetzt in den Einstellungen mehrere Schieberegler verschoben habt, dann könnt ihr manchmal vielleicht nicht mehr genau euch daran erinnern, wie das Originalbild aussah. Da gibt es einen kleinen Trick. Einfach kurz auf das Bild tippen und schon seht ihr für einige Sekunden das Originalbild. So könnt ihr überprüfen, ob die Änderungen auch wirklich erfolgreich waren und das bearbeitete Bild besser aussieht als das Originalbild. Seit iOS 13 gibt es in der Karten-App auch einen sogenannten Lookaround-Modus, wo ihr euch durch die Straßen bewegen könnt. Immer wenn ihr hier oben dieses kleine Icon seht, ist diese Funktion verfügbar. Wenn ihr dann das Icon einfach antippt, dann öffnet sich hier diese Ansicht. Und hier könnt ihr jetzt einfach durch Doppeltappen euch durch die Straßen bewegen. Und ihr seht, das Ganze läuft relativ flüssig ab. Es ist wirklich sehr gut umgesetzt. Auch ein bisschen besser als bei Google Maps, wo man das ja als erstes so herkannte. Ihr könnt das Ganze hier auch auf den Fullscreen-Modus umstellen, dann wirkt es noch imposanter. Und ihr könnt euch hier wirklich durch die Stadt und die Straßen bewegen. Das Tippen kann aber etwas müßig sein. Daher könnt ihr, wenn ihr größere Sprünge machen wollt, auch einfach hier unten dieses kleine Fernglas antippen, gedrückt halten und dann könnt ihr die Karte verschieben, die sich hinter dem Fernglas befindet und so die Position des Fernglases bzw. dieser Live-Ansicht verändern. Könnt ihr euch ganz normal wieder rumdrehen und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr hier unten wieder auf die Karte tippen und die Karte verschieben, um an eine neue Position zu gelangen. Seit iOS 13 bekommt ihr in der Karten-App auch für jeden Ort, den ihr euch gerade anschaut, das aktuelle Wetter hier unten rechts angezeigt. Wenn ihr einen Force-Touch auf diese Anzeige macht, dann erhaltet ihr noch eine genauere Übersicht mit einigen Detailinfos wie der Regenwahrscheinlichkeit und eine kleine Stundenübersicht, wie sich das Wetter entwickeln wird. Es gibt aber noch eine weitere Info, die ihr euch hier an dieser Stelle anzeigen lassen könnt, nämlich den Luftqualitätsindex. Diesen müsst ihr aber noch zunächst aktivieren. Geht dazu in die Einstellungen, dann auf den Menüpunkt Karten, scrollt nach unten und aktiviert dann den Schieberegler bei Luftqualitätsindex. Wenn wir jetzt zurück in die Karten-App wechseln, dann seht ihr hier unten neben der Temperaturanzeige jetzt das neue Feld Index und hier in dem Beispiel 51 und eine orangene Farbe. Je höher dieser Wert ist, desto schlechter ist die Luftqualität in dem gerade angezeigten Ort und die Farbe entsprechend rot bzw. orange. Wenn wir jetzt mal weiter rauszoomen, dann in einen Ort, wo eine bessere Luftqualität ist, seht ihr, springt das Feld auf grün und der Wert sinkt in diesem Beispiel auf 6. Ihr könnt also so schnell auf der Karten-App euch anzeigen lassen, wie die Luftqualität in einer gewünschten Gegend aussieht. Seit iOS 13 werden Kontakte auf eurem iPhone prominenter mit Bildern dargestellt, so wie in diesem Beispiel hier bei uns unser App-Icon. Es kommt aber oft vor, dass man für viele Kontakte gar kein vernünftiges Foto hat, was man verwenden kann. Da könnt ihr euch eines Tricks behelfen. Ihr könnt nämlich den jeweiligen Kontakt auswählen, dann auf Bearbeiten gehen, hier auf Foto hinzufügen und dann könnt ihr einfach ein neues Animoji für den jeweiligen Kontakt erstellen. Ihr könnt dann ein Animoji bauen, was dem Freund, der Freundin möglichst ähnlich sieht und dieses dann als Profilbild für den jeweiligen Kontakt speichern. Wenn ihr jetzt die Kamera ausrichtet, könnt ihr noch eine entsprechende Pose aufnehmen. Und schon habt ihr ein Profilbild, was eurem Freund, eurer Freundin bzw. dem jeweiligen Kontakt ähnlich sieht. Ihr könnt hier noch verschiedene Farben auswählen und könnt so ein cooles
Foto für den Kontakt speichern, obwohl ihr eigentlich kein echtes Foto für diesen Kontakt zur Verfügung habt. Wie ihr sicherlich wisst, könnt ihr in iMessage ja auch Links hin und her schicken, wie das jetzt zum Beispiel hier der Fall ist. Aber manchmal ist es dann schwer, im Verlauf noch alte Links wiederzufinden. Daher gibt es einen kleinen Trick: Wenn ihr oben auf den Namen des Chatpartners tippt, dann hier auf das kleine i für Info, dann findet ihr hier eine Übersicht aller Links, die ausgetauscht wurden. Hier findet ihr eine kleine Vorschau mit den zuletzt geschickten Links. Und wenn ihr dann auf alle Links klickt, klickt ihr eine ganze Liste aller Links, die bisher in dem jeweiligen Chat ausgetauscht wurden, und findet so schnell alle Links, die ihr sucht, auch ganz einfach wieder. Ihr könnt den jeweiligen Link dann einfach öffnen, indem ihr ihn einmal kurz antippt, und schon wird er in Safari geöffnet. Wie ihr sicherlich wisst, könnt ihr in iMessage auf eingehende Nachrichten mit entsprechenden Emojis antworten. Ihr müsst dafür auf die Message drücken und gedrückt halten, und dann erscheint dieses Menü hier, wo ihr den Daumen hoch, Herz oder Ausrufezeichen machen könnt, die dann an die Nachricht angefügt werden. Ihr könnt das Ganze aber noch schneller machen, indem ihr einfach nur einen Double-Tap macht, und schon erscheint das Menü und ihr könnt das gewünschte Icon auswählen. Noch ein kleiner Fun-Trick für iMessage unter iOS 13: Wenn ihr die Nachricht Pew Pew verschickt, dann wird automatisch eine Laser-Animation in der iMessage-App abgespielt. Wie ihr bestimmt wisst, könnt ihr auch Nachrichten selber damit versehen, indem ihr einfach vor dem Absenden feste auf das Zeichen drückt. Dann habt ihr hier verschiedene Möglichkeiten, wie eure Nachricht formatiert werden soll. Oder ihr könnt hier einen Hintergrund auswählen, der dann beim Versenden gewählt wird. Und hier findet ihr dann unter anderem auch diesen Laser-Hintergrund. Hier ist er. Und dann könnt ihr die Nachricht entsprechend verschicken. Aber bei den beiden Worten Pew Pew passiert das ganz von alleine und automatisch. Mit iOS 13 habt ihr jetzt auch die Möglichkeit einzustellen, wie Überblendungen zwischen verschiedenen Menüs bzw. Steuerelementen ablaufen sollen. Geht dazu in die Einstellungen, dann auf den Menüpunkt Bedienungshilfen und hier auf den Menüpunkt Bewegung. Wenn ihr hier den Menüpunkt Bewegung reduzieren einschaltet, erscheint hier jetzt auch dieser Menüpunkt Überblenden bevorzugt. Noch ist er deaktiviert, und wenn ihr hier seht, ich tippe mal auf zurück, seht ihr, wie die Menüpunkte, wie das ganze Menü so von links nach rechts ein- bzw. ausfährt. Wenn ich jetzt Überblenden bevorzugt aktiviere und dann auf zurück tippe, seht ihr, findet eine Art Überblendung statt und es findet keine Bewegung mehr statt. Die Bewegung wurde also reduziert. Es gibt Leute, die finden das angenehmer, und für die ist diese Einstellung jetzt mit iOS 13 verfügbar. Die neueren iPhone-Modelle nutzen die Face ID zum Entsperren des iPhones, doch manchmal würde man sich ein haptisches Feedback wünschen. Mit iOS 13 könnt ihr dies jetzt aktivieren. Geht dazu in die Einstellungen, dann auf die Bedienungshilfen und dort auf den Menüpunkt Face ID und Aufmerksamkeit. Hier findet ihr den Punkt Haptisches Feedback bei erfolgreicher Authentifizierung. Wenn ihr diesen Menüpunkt einschaltet und euch jetzt über Face ID für euer iPhone aktiviert, dann wird euer iPhone einmal kurz vibrieren und ihr erhaltet quasi ein haptisches Feedback, dass die Aktivierung bzw. die Freischaltung eures iPhones erfolgreich war. Auch die Bildschirmzoom-Funktion in iOS 13 wurde etwas überarbeitet. Geht in die Einstellungen, dann auf den Menüpunkt Bedienungshilfen und hier auf den Menüpunkt Zoom. Wenn ihr jetzt Zoom aktiviert, dann seht ihr schon, wird automatisch reingezoomt. Jetzt müsst ihr drei Finger nehmen, und wenn ihr dann mit drei Fingern double tappt, dann wird der Zoom wieder herausgefahren. Wenn ihr mit drei Fingern erneut drückt, dann zoomt ihr herein. Ihr könnt jetzt mit einem Finger nur hoch und runter scrollen. Wenn ihr das ganze Bild im gezoomten Zustand verschieben wollt, müsst ihr wieder drei Finger nehmen und gedrückt halten und könnt das Bild dann an die gewünschte Stelle ziehen, wo ihr den Zoom haben wollt. Hier unten habt ihr dann noch die Möglichkeit, die Zoom-Stärke einzustellen. Wenn wir das jetzt zum Beispiel mal hier auf 13 stellen und dann tippen, seht ihr, wird stärker reingezoomt. Wenn wir es jetzt noch vergrößern, jetzt müssen wir wahrscheinlich einmal neu tippen, seht ihr, ist der Zoom noch größer. Wir tippen nochmal und verkleinern das Ganze jetzt mal. Und wenn wir dann ranzoomen, seht ihr, ist der Zoom nicht ganz so stark. Ihr könnt es also nach euren Bedürfnissen konfigurieren, und ihr seht, es gibt ja auch noch andere Einstellungen, die ihr benutzen könnt, um die Zoom-Funktion unter iOS 13 auf eure Bedürfnisse hin anzupassen. Mit der neuesten iOS 13 Version ist es jetzt auch möglich, Shortcuts zu Assistive Touch hinzuzufügen. Geht dazu in die Einstellung, dann auf Bedienungshilfen, dann auf den Menüpunkt Tippen und geht dann hier in Assistive Touch und schaltet Assistive Touch ein. Assistive Touch ist hier dieser kleine virtuelle Home-Button, den ihr bereits schon kennt, und unter der neuesten iOS 13 Version könnt ihr diesen auch mit Shortcuts bzw. auf Deutsch heißen diese Kurzbefehle versehen.
Geht dazu hier oben auf Hauptmenü anpassen und jetzt habt ihr die Möglichkeit, in dem leeren Feld oder auch auf jedes bereits vergebene Feld zu tippen. Und wenn ihr dann nach unten scrollt, findet ihr hier neuerdings auch die Siri-Kurzbefehle bzw. Shortcuts. Und da könnt ihr dann alle Shortcuts, die auf eurem iPhone gespeichert sind, nutzen. Und jetzt können wir die hier mit dem Assistive Touch verknüpfen. Und wenn wir jetzt hier auf Assistive Touch tippen und dann hier iPhoneTricks.de Webseite öffnen, dann können wir den Shortcut direkt ausführen. Das ist jetzt natürlich in dem Beispiel nur das Öffnen einer Webseite, aber wenn ihr einen umfänglicheren Shortcut nutzt, den ihr dann schnell aufrufen könnt über Assistive Touch, ist dies ein schneller, einfacher Tipp, den ihr nutzen könnt. Mit iOS 13 könnt ihr Sprachmemos noch besser bearbeiten. Geht auf die gewünschte Sprachnachricht, tippt dann hier auf diese drei Punkte und geht auf Aufnahme bearbeiten. Ihr könnt jetzt hier das ganze Feld hin und her schieben und seht hier die Sprachnachricht. Ihr könnt jetzt einfach hereinzoomen, um eine genauere Möglichkeit zu haben, diese Sprachnachricht zu bearbeiten. Hier oben könnt ihr übrigens die Sprachnachricht auch trimmen, indem ihr dann hier entweder hier unten die gelben Pfeile bewegt oder ihr könnt es auch hier oben machen. Dann könnt ihr die ganze Nachricht passgenau zuschneiden, so wie ihr das braucht. Tippt dann auf Kürzen, dann wird sie gekürzt. Dann noch sichern. Und ihr könnt jetzt auch Teile der Sprachnachricht ersetzen. Schiebt dafür den Cursor in die gewünschte Position, tippt dann hier unten auf Ersetzen und alles, was ihr jetzt sprecht, wird ab der gesetzten Stelle neu in die Sprachnachricht aufgenommen und eingefügt. Mit iOS 13 wurde auch die Sprachsteuerung eingeführt, mit der ihr das komplette iPhone über eure Sprache steuern könnt. Geht dazu in die Einstellungen, dann auf Bedienungshilfen und dann auf den Menüsprung Sprachsteuerung und schaltet hier oben die Sprachsteuerung ein. Leider ist die Sprachsteuerung bisher so richtig nur in Englisch verfügbar. Es gibt auch manche Befehle, die funktionieren auf Deutsch. Dennoch will ich euch etwas Cooles zeigen. Ihr könnt nämlich unter Befehle anpassen auch eigene Gesten definieren. Tippt hier auf eigene und dann auf neuen Befehl erstellen. Hier müsst ihr jetzt das Wort eingeben, was später gesagt werden soll, damit diese Geste ausgeführt wird. Ich gebe jetzt hier als Beispiel mal Back ein und unter Aktion müsst ihr hier den Menüpunkt eigene Geste ausführen wählen. Jetzt öffnet sich diese Seite, wo ihr eure Geste tippen bzw. eingeben könnt. Hier unten könnt ihr die Steuerungselemente ausblenden und ich tippe jetzt mal hier oben hin. Das wäre jetzt die Geste, die ich später ausführen möchte. Jetzt muss man kurz warten, bis dieser Aufnahmemodus hier beendet wird. Das dauert ein paar Sekunden. Und wenn ich jetzt hier auf Sichern tippe, dann hier zurück, dann hier nochmal erneut auf Sichern und jetzt die Sprachsteuerung einschalte. Und wenn ich jetzt den eben eingegebenen Befehl spreche, Back. Seht ihr, wird die Geste ausgeführt, Back. Und ihr könnt so wirklich coole Gesten speichern, die ihr vielleicht häufig ausführt und über die Sprachsteuerung einfach ausführen. Seit iOS 13 gibt es in Safari auch einen neuen Download-Manager. Wenn ihr zum Beispiel eine Datei runterladet, dann wird hier dieser Download-Manager gestartet. Ich mache das mal kurz hier an diesem Beispiel. Dann tippt ihr hier auf Laden und dann seht ihr, wandert das Ganze hier oben in diesen Download-Manager. Wenn ihr dann hier drauf tippt, könnt ihr sehen, wie viel MB bereits heruntergeladen wurden. Ihr könnt aber nicht sehen, wie viel Prozent das ist. Wenn ihr aber in die Dateien-App geht, wo die Downloads hingespeichert werden, dann seht ihr hier auch die Prozentangabe für den Fortschritt des aktiven Downloads. Ihr könnt eure Downloads und andere Dateien übrigens nicht nur über die Dateien-App verwalten. Seit iOS 13 ist das nämlich auch möglich, wenn ihr hier auf Einstellungen geht, dann auf Allgemein und hier auf iPhone Speicher. Hier ist ein neuer Menüpunkt hinzugekommen, da müsst ihr kurz warten, bis das hier geladen hat. Da seht ihr schon den Menüpunkt auf meinem iPhone. Das ist ein neuer Menüpunkt, wenn ihr diesen antippt, seht ihr alle Dokumente und Daten, die auf eurem iPhone gespeichert sind. Wenn ihr hier auf mein iPhone tippt, dann seht ihr nochmal genauer, was das für Elemente sind. Bei uns ist es zum Beispiel der Downloads-Ordner und hier seht ihr auch, dass Apps bestimmte Inhalte ablegen. Und das Schöne ist, ihr könnt jetzt hier einfach hingehen und einzelne Elemente hier durchschieben nach links löschen. Ihr könnt das natürlich auch hier oben über diesen Bearbeiten-Dialog machen. Oder ihr könnt hier auch ganze Ordner löschen, indem ihr sie einfach nach links schiebt. Das heißt, ihr könnt hier an dieser Stelle in den Einstellungen unter dem iPhone-Speicher genau sehen, welche Dateien bei euch lokal auf dem iPhone gespeichert sind. Ihr seht, welche Dateien viel Speicherplatz wegnehmen und könnt diese dann einfach an dieser Stelle ganz einfach und direkt löschen. In der Dateien-App könnt ihr übrigens auch ganz einfach Elemente verschieben. Tippt ein Element leicht an, bis es ausgewählt wird und zieht es dann an die gewünschte Stelle oder auf den gewünschten Ordner. Ihr seht, nicht alle Ordner erlauben es, Dateien hineinzuschieben, die sind dann schreibgeschützt. Aber ihr könnt es dann hier zum Beispiel in einen Ordner droppen. Und wenn ihr in den Ordner geht, ist diese Datei hier eingefügt worden. Auf diese Art und Weise könnt ihr übrigens auch ganze Ordner verschieben. Ihr könnt sie auch aus anderen Ordnern herausholen, indem ihr sie markiert, wie hier, dann hier oben tippt und dann hier entweder auf einen anderen Ordner zieht oder einfach hier loslasst, um sie auf den Hauptordner zu ziehen.
Ihr könnt auf diese Art und Weise auch ganz einfach Ordner verschachteln. Wählt einfach den gewünschten Ordner aus, den ihr verschieben wollt. Und zieht ihn dann auf den jeweiligen anderen Ordner und schon habt ihr einen Unterordner erstellt. Innerhalb eines Ordners könnt ihr auch einfach einen Force Touch in eine leere Stelle machen und dann hier einen neuen Ordner erstellen auswählen. Wenn ihr ein Video auf eurem iPhone abspielt, dann wird dieses standardmäßig im Stummmodus abgespielt. Ihr müsst dann hier unten einmal auf dieses kleine Icon drücken, um den Sound zu aktivieren. Ihr könnt ein Video übrigens auch vorspulen. Dafür müsst ihr einfach hier unten auf dieses kleine Element tippen, wo das Video angezeigt wird. Dann öffnet sich hier die Vorschauleiste groß. Und jetzt könnt ihr hier das Video einfach ziehen und schieben. Wenn ihr ein Video nicht über die Fotos-App abspielt, sondern wie in diesem Beispiel über Safari, dann öffnet sich nochmal ein anderer Videoplayer. Auch hier habt ihr die Möglichkeit natürlich vorzuspulen. Ihr könnt zum Beispiel hier diese zwei Knöpfe nutzen, mit denen ihr jeweils 15 Sekunden vorspringt bzw. 15 Sekunden zurückspringt. Doch manchmal sind 15 Sekunden wirklich sehr viel und man verpasst einiges vom Video. Daher könnt ihr auch einfach auf den Button drücken und gedrückt halten. Dann aktiviert ihr hier so eine Art Scrubbing-Modus, wo die Sprünge immer nur in kleineren Sekundenabständen stattfinden. Das gleiche könnt ihr hier natürlich mit dem Zurück-Button machen und dann wird ebenfalls in kleineren Abständen nach hinten gesprungen. Alternativ könnt ihr natürlich auch hier die Zeitleiste packen und entsprechend ziehen. Wenn ihr nach oben schiebt, aktiviert ihr hier das Scrubbing-Tempo, welches ihr einstellen könnt. Je weiter ihr jetzt den Finger nach oben schiebt, seht ihr hier, jetzt habe ich 50% Scrubbing-Tempo eingestellt. Jetzt habe ich 25% eingestellt. Und wenn ich nach ganz oben gehe, dann ist es auf fein gestellt. Wenn ich jetzt meinen Finger bewege, seht ihr, bewegt sich das Video ganz langsam und ich kann exakt an die Stelle spulen, wo ich hin möchte. Wenn ich jetzt wieder etwas nach unten scrolle und dann meinen Finger bewege, seht ihr, bewegt sich das Video schneller und ich kann größere Sprünge machen. Ihr seht, es gibt also verschiedene Methoden, um ein Video vor- bzw. zurückzuspulen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal!